Im Handwerk haben wir einen Teil der Betriebe, die in der Digitalisierung schon sehr weit fortgeschritten sind. Aber wirklich bewusst auch gesagt, einen Teil. Wir haben einen großen Block der sogenannten handwerklichen Zulieferer, die sehr eng mit der Industrie zusammenarbeiten, insbesondere auch mit der exportgetriebenen Industrie, die schon sehr weit in der Digitalisierung sind und quasi sich auf diese Wirtschaft 4.0 oder Handwerks 4.0 Prozesse schon eng eingestellt haben. Auf der anderen Seite haben wir aber auch einen großen Teil von Betrieben, die in der Digitalisierung noch mitgenommen werden müssen. Das muss man so sagen. Und dieser Teil ist sicherlich der größere. Deshalb haben wir im Handwerk seit inzwischen 2 Jahren ein sogenanntes Kompetenzzentrum Digitales Handwerk, das vom BMWI gefördert wird und das in 5 Schaufenstern insgesamt versucht, Modelle zu erarbeiten, mit denen Handwerksbetriebe in der Zukunft digitaler werden können. Zum einen ist es sicherlich die Unterstützung bei körperlich sehr fordernder Arbeit oder sogar bei gefährlicher Arbeit. Ein zweiter ganz wichtiger Punkt für auch die Betriebsinhaber und unsere Betriebe insgesamt ist, dass sie entlastet werden durch Digitalisierung von Prozessen, die eigentlich nicht zum Kerngeschäft gehören, die um die eigentliche Leistungserstellung herum sind, aber vielleicht vom Kerngeschäft oder das Kerngeschäft ein bisschen blockieren. Das ist eine riesige Chance, das muss man auch sehen, ist, dass mit Digitalisierung Geschäftsmodelle erweitert werden können. Und ein vierter und damit abschließender Punkt: Wir bekommen natürlich mit dem 3D-Druck, mit der 3D-Sensorik ganz neue digitale Werkzeuge an die Hand, die die Leistungspalette im Handwerk extrem erweitern können. Das Thema Cybersicherheit, Datensicherheit insgesamt, beispielsweise Diebstahl oder Vernichtung wichtiger Datensätze, die für die Arbeit, die aber auch im Kundenstamm erforderlich sind. Da werden sich unsere Betriebe neu aufstellen müssen. Sicherlich auch, dass durch die neuen Technologien, wie beispielsweise den 3D-Druck, auch große, bislang in Massenfertigung produzierende Industrieunternehmen in den Bereich der Einzelfertigung, also unserem angestammten Metier im Handwerk, eindringen können. Natürlich zum einen der Punkt Sensibilisierung der Handwerksbetriebe, sie also darauf aufmerksam zu machen. Ihr müsst mit Digitalisierung mitgehen und vor allem die Multiplikation von neuen Trends, von Entwicklungen und Forschungsergebnissen. Was aber eine ganz zentrale Voraussetzung ist, ist natürlich auch, dass unsere Betriebe, und zwar überall, nicht nur in den Metropolen, sondern auch in den ländlichen Räumen, einen flächendeckenden Breitbandzugang haben, der schnell ist. Was ich mir wünschen würde, was wir uns aus dem Handwerk wünschen würden, ist, dass man tatsächlich stärker noch in die Belange von kleinen und mittleren Unternehmen reingeht und Digitalisierung vielleicht nicht nur als Hightech und Spitzenforschung versteht. Wir glauben, die Potenziale von kundenspezifischen und anwendungsorientierten Lösungen im Handwerk ist riesig und da muss man vielleicht noch stärker als bislang in KMU denken und das bedeutet für die Forschung auch, sich vielleicht mehr in der Zukunft auf KMU einzulassen.